Und zwar wird es hoffentlich in nächster Zeit sogar noch eine weitere neue Sache auf dem Channel geben, die auch was mit Minecraft zu tun hat. Hallo, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Vanilla Survival. Ich bin jetzt gerade am Grübeln, welche es ist tatsächlich, weil ich habe jetzt, bevor ich angefangen habe aufzunehmen, gar nicht reingeguckt in die Aufnahme, also in mein letztes Video sozusagen, und bin gerade vielleicht noch ein bisschen verwirrt durch die ganzen Aufnahmen bei Hexit. Deswegen bin ich jetzt gerade am Überlegen, die wievielunddreißigste Folge wir jetzt eigentlich schon haben. Und was mich gerade noch gewundert hat, war, ob ich jetzt keinen Ton höre, aber ich glaube, ich höre doch welchen. Das ist ja immerhin etwas. Ich habe nur gerade gemerkt, dass ich hier runter in die Mine bin, voller Vertrauen in die Welt und an sich, aber überhaupt nichts zu essen mitgenommen habe, gell? Also das wäre auch ganz, 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 ganz schief gegangen, wenn das bei Servin so gelaufen wäre. Da war ja aber Essen nicht so das Problem. Da hatten wir ja bisile andere Probleme. Beziehungsweise war vielleicht doch auch das Essen das Problem. Ich sah die Kühe und dachte, Essen, Essen, Essen. Anstatt zu gucken, kommt da jemand, der mich vielleicht gerade von hinten killen möchte. Aber na gut, ich denke, ich nehme das denen nicht wirklich übel. Wenn ich die Gelegenheit gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich ganz genauso gemacht, muss ich zugeben. Aber ich hatte die Gelegenheit nicht. Schnüff. Na gut, was soll's. Ich packe jetzt hier mal erstmal den Kram rein in die Truhe. Und dann werde ich mal mir überlegen, was wir sonst noch heute hier anstellen könnten. Was ich auf jeden Fall machen wollte heute, war den Upload-Plan ein bisschen erklären, so wie ich es mir gedacht hatte. Denn es ist euch ja vielleicht aufgefallen, dass am Mittwoch eine Folge Hexit kam statt der Folge Vanilla Survival, und da muss ja was kaputt sein, weil eigentlich war es doch bisher so, dass irgendwie jeden zweiten Tag das Vanilla Survival war und nein, nicht jeden zweiten Tag, immer einmal die Woche, und meistens Hexit eben nur so jedes zweite Mal, und irgendwie war da einmal Hexit zu viel, hätte man denken können. Ich habe das Ganze ein bisschen geändert, und zwar daraufhin, dass mich die Leute vom Hexit-Projekt darauf angesprochen hatten, ob ich nicht bitte, bitte etwas mehr Hexit zeigen könnte, weil das Problem ist, dass ich da zeitlich mit den Aufnahmen im Vergleich zu dem, wie weit wir schon gespielt haben, immer mehr hinterher gewesen bin. Und deswegen hatte ich vor, da ein bisschen aufzuholen. Deswegen wollte ich jetzt gerne für die nächste Zeit, soweit das irgendwie in Frage kommt, möglichst dreimal die Woche Hexe zeigen, in der Hoffnung, dass das auch jemand gucken will. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Wenn ihr es nicht gucken wollt, schreibt es vielleicht gleich mal in die Kommentare rein. Das würde mich nämlich doch interessieren. Ich habe den Eindruck, momentan wird es einigermaßen geguckt. Also irgendwie die letzte Folge hatte jetzt innerhalb von 1,5 Tagen sowas. Nee, Moment, innerhalb von nicht mal mehr als einem Tag, glaube ich, schon 17 Views oder so. Also sah ganz gut aus, fand ich. Weiß nicht, ich bin jetzt niemand, der glaubt, dass jeder bei ihm alle Folgen gucken müsste. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge auch erklärt, warum ich das so sehe. Ich habe da eigentlich kein Problem damit, sage ich mal, wenn ihr mich abonniert und dann nicht jede Folge alles guckt, weil ich das ganz gut verstehen kann, weil ich das bei anderen YouTubern jetzt auch nicht unbedingt mache. Und deswegen fände ich das irgendwie ein bisschen seltsam, das dann von den eigenen Abonnenten zu erwarten. Aber ich denke, da hat jeder ein bisschen andere Vorstellungen und Ansprüche. Und manche Leute glauben auch, wenn nicht jeder Abonnent alles sieht, dann machen sie es ja quasi für umsonst oder lohnt sich gar nicht oder sie kriegen nicht genug Feedback oder weiß der Teufel. Das sehe ich jetzt tatsächlich nicht ganz so krass, aber ich freue mich natürlich immer über Feedback. Deswegen möchte ich mich auch gleich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken über das ganze viele positive Feedback, das ich in letzter Zeit bekommen habe. Tatsächlich auch größtenteils mit von Leuten aus dem Hexit-Projekt jetzt, die da eben dann auch sehr kritisch teilweise hingeguckt haben und mir eben auch Sachen gesagt haben, die jetzt nicht so gut gelaufen sind vielleicht, was ihnen nicht so gut gefallen hat, was sie vielleicht lieber anders sehen würden und so. Und das fand ich ziemlich cool, weil da habe ich dann eben eine gute Möglichkeit, auch mich zu verbessern und zu wissen, was dann eben vielleicht ein bisschen besser ankommt auch. Das habe ich sehr, sehr nett gefunden. Jetzt stelle ich nur gerade fest, wo ich hier gerade so durch die Kisten durchgehe. Ich habe irgendwie jetzt extrem viel Bruchstein abgebaut. Vielleicht mache ich jetzt einfach hier mal eine neue Kiste damit auf, sozusagen, weil das sonst kriege ich den irgendwie nirgends runter, wenn ich mich das genau recht erinnere, war hier ja noch welcher. Dann packe ich den doch da mal raus
und räumen den ein wenig rüber. Genau. Also eine Sache ist eben, die ich ansprechen wollte. Ich wollte gerne in nächster Zeit mehr Hexe zeigen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch sozusagen. Es sollte euch deswegen nichts entgehen. Es wird immer noch mindestens ein Vanilla Survival die Woche geben. Und wenn ihr lieber andere Sachen guckt, möchte ich euch die auch gerne weiterhin zeigen. Und zwar wird es hoffentlich in nächster Zeit sogar noch eine weitere neue Sache auf dem Channel geben, die auch was mit Minecraft zu tun hat. Und zwar bin ich bei einem neuen Projekt dabei und da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Das ist ein Projekt zu Feed the Beast und das wird nächste Woche starten. Und genau, da bin ich schon sehr, sehr aufgeregt, wenn das endlich losgeht. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr nett auch. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das so läuft. Ich kenne mich mit Feed the Beast bisher null aus, muss ich zugeben. Ich werde da wohl ein bisschen mal auch Sachen nachlesen müssen. Das muss man ja eigentlich immer mal, wenn man irgendwie neue Mods spielt und so. Ich weiß nicht, inwieweit da ihr selber Erfahrungen auch mit unterschiedlichen Mods habt und ob ihr mir vielleicht auch noch was anderes empfehlen würdet, was ich unbedingt mal ausprobieren sollte. Ich denke, das Feed the Beast wird bestimmt witzig. Kann ich mir vorstellen. Also habe ich schon länger mal geguckt, auch bei dem Projekt, das ich selber mitgeschaut habe. Und habe dann eben auch schon selber überlegt, ob ich da irgendwie was unternehmen sollte, um da in so ein Projekt reinzukommen. Habe auch mal so ein bisschen versucht, Kontakt aufzunehmen zu jemandem, der ein Projekt am Laufen hatte. Nachdem da aber jetzt nicht sofort eine Einladung rüberkam, sag ich mal, habe ich mich dann aber da nicht aufdrängen wollen und habe dann aber jetzt eben da eine Einladung bekommen, auch von Leuten, die beim Hexit-Projekt mit dabei sind. Und ich glaube, das wird ziemlich, ziemlich nett, wenn wir da nächste Woche damit durchstarten. Ich hoffe, dann werde ich euch das auch nächste Woche zeigen können. Und genau, bin schon relativ gespannt, wie das dann so wird und was wir da so auf die Beine stellen. Ich hoffe, euch gefällt das dann auch. Die andere Sache war noch, ich hatte mir überlegt, vielleicht auch noch was anderes zu Let's Playen. Das wollte ich auch gerne noch kurz ansprechen hier. Und zwar hatte ich die Woche über mal entdeckt, dass es bei Facebook, was ja jetzt vielleicht nicht das Erste ist, was einem einfällt, wenn man über Spiele nachdenkt, aber gut, in dem Fall schon. Und zwar hatte ich bei Facebook gesehen, dass da ein Spiel mir angeboten wurde. Und das war in dem Fall jetzt Bad Piggies. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie bisschen so Lust auf Angry Birds und solche Sachen habt. Das gefällt mir tatsächlich persönlich recht gut. Ich habe Angry Birds. Auf Facebook spiele ich eigentlich sehr gerne tatsächlich. Dieses Angry Birds Friends. Früher habe ich auch Angry Birds Star Wars gespielt, hat mir gut gefallen. Ich bin da jetzt vielleicht nicht der Beste oder so, aber es ist was, was mir eben Spaß macht und was ich eben dementsprechend auch recht gerne spiele. Und habe mir dann gedacht, ich guck da mal rein. Das war eben dieses Bad Piggies und Bad Piggies kannte ich auch schon tatsächlich. Oh, sehr, sehr schöne Verzauberungen übrigens, alle auf einmal. Passend für einen super coolen Bogen tatsächlich. Da haben wir jetzt, glaube ich, großes Glück gehabt gerade hier mit. Okay, gut. Genau, soweit zu meinem verwirrenden Blabla hier. Ich merke schon, jetzt habe ich mich gerade völlig rausgebracht durch die coole Verzauberung, die ich hier bekommen habe. Genau, und zwar wollte ich sagen, genau, ich spiele sehr gerne auch Angry Birds bei Facebook. Und Bad Piggies wurde mir da angeboten und ich weiß jetzt nicht, inwieweit ihr Bad Piggies selber kennt. Ich habe das mal angefangen zu spielen und fand es auch ein sehr, sehr nettes Spiel tatsächlich. Das geht hauptsächlich darum, dass man versucht, sich so Fahrzeuge zu bauen. Also es ist nicht, dass man Vögel auf Häuschen mit Schweinen schießt, weil man spielt nämlich in dem Fall die Schweinchen. Und die Schweinchen, die beschließen in dem Fall eben, dass sie alle möglichen Fahrzeuge konstruieren wollen, um den Vögeln mal damit auf den Keks zu gehen. Und das ist, finde ich, eine ziemlich witzige Idee, einfach mal eine andere Spielidee da auch reinzubringen. Es ist wohl ein bisschen so ähnlich auch wie ein anderes Konstruktionsspiel, das Rovio früher schon mal rausgebracht hat anscheinend. Das kenne ich aber auch nicht.
Und genau, auf jeden Fall wurde mir das auf Facebook angeboten und ich habe auch gedacht, ich gucke mir das mal genauer an, weil mir das eben sehr gut gefallen hatte damals, das Bad Piggies, aber ich habe dann damals doch nicht den Schritt getan, mir das zu kaufen und habe es mir eben angeschaut und habe dann festgestellt, es ist definitiv eine größere Ausgabe davon, sage ich mal, die da angeboten ist jetzt. Aber was mich gestört hat, war, es hat anscheinend überhaupt keine interaktiven Elemente. Also bei Angry Birds Friends kann man, denke ich, finde ich noch sagen, naja gut, da kann ich halt irgendwie mit den Freunden interagieren, kann mir gegenseitig irgendwelche Geschenke schicken und mit denen im Tournament dann konkurrieren wöchentlich und so. Aber bei den Bad Piggies war das irgendwie alles überhaupt nicht drin. Es sei denn, ich war zu dumm, um es zu finden. Ich habe es zumindest nicht gesehen, dass es da was Ähnliches gibt. Das heißt, ich hatte so den Eindruck, dass Rovio den Eindruck hatte, das läuft nicht so gut mit den Bad Piggies. Das Spielprinzip mochte irgendwie keiner oder so, keine Ahnung. Und sie haben das anscheinend an eine andere Firma verkauft. Weil, also ich hatte zumindest nicht den Eindruck, dass es überhaupt noch von der ursprünglichen Firma ist. Und das fand ich so ein bisschen schade und hat mich eben auch wieder drauf gebracht, dass ich mir das eigentlich nochmal genauer angucken wollte und hatte auch sofort wieder ziemlich Spaß dran an dem Spielprinzip. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob die vielleicht doch für Facebook da ein bisschen was an den Leveln geändert hatten, weil zumindest kamen mir die ersten Level schon ein bisschen schwieriger vor als das letzte Mal. Also vielleicht liege ich da insofern auch richtig, dass sie es doch irgendwie abgewandelt haben oder beziehungsweise falsch. Ich habe ja gesagt, ich hatte den Eindruck, es war alles genauso wie früher und ja, genau. Also lag ich da vielleicht auch ein bisschen falsch, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber was ich mir jetzt eben überlegt hatte, war, ob ich vielleicht dieses Bad Piggies mal so ein bisschen let's playen soll. Für den Fall, dass ihr da Spaß dran hättet, würde es mich freuen, wenn ihr das in den Kommentaren vielleicht irgendwie mit reinschreibt. Falls euch sowas interessiert, wenn euch sowas null interessiert, könnt ihr auch sehr gerne kommentieren, dass ihr sowas ganz doof findet oder so. Dann habe ich nämlich vielleicht wenigstens so einen Überblick, wie das die Zuschauer sozusagen dann auch so sehen. Ich hatte jetzt einfach Bock drauf, es mal wieder zu spielen. Hatte es wie gesagt schon mal angefangen zu spielen und habe dann eben überlegt, wenn ihr Lust habt, das zu sehen, würde ich sehr gerne sozusagen mit euch nochmal neu von Anfang an durchspielen. Ich habe jetzt auch gleich mal die ersten drei Level aufgenommen von dieser Facebook-Variante. Da würde ich dann, wenn ihr Lust habt, das zu sehen, auch gleich nochmal erklären, warum ich es wahrscheinlich nicht weiter auf Facebook spiele, es sei denn, mir erklärt noch jemand, warum das irgendwie besonders toll sein soll. Also ich habe den Eindruck, das einzig Tolle sozusagen daran ist, man muss es nicht bezahlen. Ja? De facto kann man aber die ersten Level auch genauso kostenlos spielen, wenn man halt einfach sich einfach nur das Spiel holt, weil die ersten Level sind eben umsonst dabei. Also zumindest habe ich das so in Erinnerung. Und bei den späteren, da würde ich dann eben gucken, ob es mir gelingt, die anzuschreiben und zu sagen, hallo, ich würde es gerne let's playen. Oder ob ich da vielleicht einfach auch mal ein paar Euro anlege, weil das finde ich jetzt tatsächlich bei so einem Spiel, das eigentlich eine recht witzige Spielidee hat, finde ich nicht verkehrt. Deswegen, wie gesagt, meine Frage jetzt an euch, würdet ihr das gerne sehen? Wenn ja, würde ich mich freuen. Wenn nein, ist es auch nicht schlimm. Schreibt mir bitte einfach, was ihr denkt. Das fände ich auf jeden Fall mal interessant. Wie es jetzt hier beim Let's Play weitergehen soll, habe ich mir auch überlegt, weil irgendwie hatte ich so den Eindruck, oh, die letzten Male, das war so ein bisschen. Ich war, weiß nicht, also schon bei der Sache in dem Sinn, aber zum Teil habe ich doch auch irgendwie so ein bisschen den Eindruck gehabt, weiß nicht, bin ein bisschen gefrustet gewesen zum Teil oder so, habe Sachen nicht so richtig mit ganzem Herz dabei gemacht oder so und habe dann überlegt, macht es überhaupt Sinn, jetzt hier das Let's Play weiterzuführen? So die Anfänge und die groben Dinge haben wir, denke ich, durchgesprochen. Braucht es das denn überhaupt noch? Hab dann aber überlegt, naja, also was ich ja eigentlich ursprünglich bezwecken wollte, auch mit dem Let's Play, war ja, dass ich euch die quasi Minecraft als gesamtes Spiel vorstelle und das, da sind wir ja noch nicht annähernd dabei, sag ich mal. Da fehlt aus meiner Sicht einfach noch eine ganze Menge und vielleicht bin ich da auch dadurch, dass ich halt mich auf bestimmte Einzelaspekte zum Teil konzentriert habe, boah, vielleicht selber so ein bisschen rausgekommen auch aus dem Vanilla-Modus
weiß ich nicht genau, ob es daran vielleicht auch gelegen hat, dass ich dann selber nicht so fasziniert mehr war von einzelnen Aspekten. Auf jeden Fall möchte ich gerne mit euch das Spiel weiterspielen. Ich hoffe, ihr möchtet das auch mit mir weiterspielen. Das wäre natürlich schade, wenn das dann entgegenläuft. Deswegen, falls ihr das anders seht, bitte auch schreiben. Und zwar habe ich mir vorgenommen, jetzt in der nächsten Zeit mich mal ein bisschen mehr auf die Erfolge auch zu konzentrieren, die nacheinander durchzumachen. Wir sind ja noch nicht gar so weit, sage ich mal. Also wir haben jetzt hier, jetzt gucken wir gleich einfach mal rein in die Erfolge. Wir haben jetzt hier die Diamanten für dich noch nicht geschafft. Auch den Meister des Kampfes haben wir noch nicht. Und jetzt wird es natürlich auch interessanter mit das Ende, finde das Ende. Und das ist ja auch was, was ich jetzt noch nicht gezeigt habe. Und dann die Abenteuerzeit. Das ist tatsächlich was, was für mich so mit Minecraft mit am meisten einfach tatsächlich ausmacht, einfach mal durch die Gegend zu laufen und das Land sozusagen kennenzulernen, in dem man spielt und neue Dörfer auch zu entdecken. Mit meinen Dorfbewohnern hatte ich ja hier noch nicht so viel Glück. Ich bin mal gespannt tatsächlich, wie es denen geht. Das wollte ich jetzt auch mit euch mal gemeinsam gucken, ob die sich da hinten irgendwie vergnügen oder ob die da eher unglücklich sind in ihrem Hütchen sozusagen. Das ist auch noch eine Sache, die ich jetzt gerne mit euch gemeinsam machen wollte. Und ja, genau, dann wollte ich eben mal schauen, wie wir hier am besten weiterkommen. Und ich denke, am besten weiterkommen werden wir, wenn wir jetzt versuchen, als nächstes eben das Ende anzustreben. Und dazu müssten wir erstmal einen sogenannten Stronghold finden. Das sind so Festungen, die nicht im Nether, da haben wir ja auch schon Festungen kennengelernt, sind, sondern die sind eben sozusagen auf der Erde, also auf der normalen Welt. Und in diesen Festungen befinden sich eben diese Endportale. Und um die zu öffnen, braucht man dann auch Perlen, die man bei zum Teil bei den Dorfbewohnern kaufen kann oder die man eben auch von den Endermännern bekommen kann. Und das wäre jetzt so mein nächstes Fernziel, das wir anstreben hier im Let's Play, um dann endlich mal dem Enderdrachen gegenüberzutreten. Und ich hoffe, dass wir das in nächster Zeit dann auch mal, ja, schaffen. Wie schaut es denn da aus? Ich glaube, es regnet schon wieder. Kann das sein? Sehe ich das falsch? Okay. Gut, was ich immer noch nicht so ganz verstehe, muss ich sagen, ist, dass sich hier unsere Dorfbewohner zwar irgendwie schon wohl zu fühlen scheinen. Das ist ja auch hell erleuchtet und all das. Aber sie mögen sich so nun gar nicht vermehren. Habe ich da irgendwas übersehen? Eigentlich bin ich echt der totale Dorfbewohner-Fan und weiß auch immer, was die wollen, so etwa. Aber jetzt bin ich langsam echt am Grübeln, ob ich irgendwas übersehen habe, das denen hier fehlen könnte. Genau, hier unten ist auch schon der Weizen nachgewachsen. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, dass ich die hier jetzt runterlasse einfach, dass sie sich mal sozusagen ganz normal hier nur aufhalten. Und dass sie sich da vermehren und dass ich vielleicht dann versuche, wenn sie sich vermehrt haben und eben hier mit dem Weizen dann auch sich gegenseitig vielleicht dann doch den zugeschoben haben, dass die dadurch vielleicht dann auch einfach paarungswilliger werden, weiß ich nicht. Wenn sie das gemacht haben, dass sie vielleicht dann sich endlich mal vermehren und dass ich dann vielleicht hier endlich mal Nachwuchs bekomme. Ich will kleine Dorfbewohner haben. Das wäre auch noch so ein Ziel, aber es ist jetzt kein, sag ich mal, besonders extrem wichtiges. Es ist nur so eine Sache, die mir jetzt ein bisschen hier mit bei dem Let's Play am Herzen liegt, weil ich mag einfach die Dorfbewohner und ich möchte, dass es ihnen gut geht. Ja, genau. So viel zu meinen Plänen hier im Let's Play und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr was anderes gerne sehen möchtet oder so, dass ihr es kommentiert. Und genau, sonst dann bis demnächst. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Bis bald. Ciao.